Ei, 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 das war jetzt eine Anreise zum Flugplatz. Donnerwetter, die A3 ist zu, da hat's geknallt, da ist die Auffahrt Weibersbrunn schon abgesperrt, da kommst du gar nicht erst drauf. Die B26, den Spessart drüben runter, da geht auch nichts, da hat's auch gekracht. Da klemmt's eine Dreiviertelstunde lang. Jetzt bin ich so quer über die Pampas und die ganzen kleineren Ortschaften und Sträßchen, habe ich es jetzt also doch noch geschafft, zum Flugplatz zu kommen. Gott sei Dank. Jetzt mache ich noch einen kurzen Abstecher in der FTA, sag mal Hallo, muss den Schlüssel noch holen für den Flieger. Jo, dann können wir loslegen. So, heute gibt es keinen Rundflug oder größeren Ausflug, sondern nur ein paar kleinere Lokalflüge. Knapp südlich vom Platz über den Main und in einem großen Bogen um Aschaffenburg herum zurück zum Flugplatz. Die dritte Runde dann ein bisschen großzügiger. Und warum das Ganze? Wenn man Passagiere mitnimmt, muss man in den vorausgegangenen 90 Tagen mindestens drei Landungen auf demselben Muster absolviert haben. Da die Cessna aber längere Zeit in der Werft war, habe ich Nachholbedarf und fliege daher heute nur in Sichtweite um den Platz.